Pulli quiz. What could quiz do? Money on my mind. Also grün, orange, blau. Get sauced. Wie sehe ich jetzt das? Achso, das ist das. Ja, okay, das geht ganz links. Diese Mixtur wird nicht funktionieren. Hä? Wieso? Wieso sagt mir das? Es ist doch grün, orange, blau. Leider würde dieses Rezept bloß nostalgische Kindheitserinnerungen im Wendigo wecken. Kein echter Kampfvorteil. Ach so, Vorsichtig. Ausgezeichnet. Ich glaube, ich habe den Wendigo bis zu seinem Futterplatz verfolgt. Komm zu mir. Sehr gut, Hammerlock. Was hast du denn da erschnüffelt? Ja, zieht wie auf zu ihm die Düsten-Gewehren. Dass das geht. Meine Herren. Hey. The Box. Jacob müsste so ja. Na, ein Schuss, eine Kugel. Halte die Augen nach einem Hochzeitsgeschenk offen. Irgendwo ist hier nämlich eins. Oh. Da müssen wir jetzt noch rechts natürlich nur rauf. Viel Spaß beim Verfaulen! Macht sie fertig! So, gehen wir da mehr rauf. Das Rest des Take-Ma. Oh, das hier ist von Tina. Sie schreibt: Verehrt allerliebste Herren, Monsieur Hemilock und Winnie Win Winnie Fred! Ich teile euch hier mit bleischweren Herzens mit, dass ich nicht an eurer Verehelichung teilhaben kann. Aber jo, ihr zwei seid Zucker, also Hals und Beinbruch. Moment. Danke. Okay, ich habe ein Missionsupdate für dich. Let the trap. Du scheinst Fortschritte auf dem Weg zu deinem Ziel zu machen. Hut ab, was hast du so getrieben? Also, ich habe gegen einen Zauberer in einem geistigen Wettstreit auf der Spitze der unerträglichen Verzweiflung gekämpft. Krass verloren. Und dann hat er mich eingesperrt. Zum Glück hatte ich Paul noch bei mir. Also bin ich ausgebrochen. Aber erst habe ich eine alte Schriftrolle stibitzt,
Okay, Treppen sind seine Schwäche, aber er kann sie teleportieren. Claptrap, you are the man. Claptrap lauert auf dem Weg, hör auf deinen Befehl. Der Wendigo. Oh. Hey, hilfst du mir mal? Hey, dann halt. Lass sie deine Wut hören. Das ist suboptimal. Ich stecke echt in der Klemme. Wann hast du das denn gegessen? Die Sache ist die. Vor kurzem bin ich durch mein... einen genialen Plan von einem Ort namens Handsome Jackpot entkommen. Dann bin ich hier gelandet, aber ich kleb noch an meiner Rakete fest. Zum Glück fingen die Einheimischen an, mich als Gott zu verehren, genau wie geplant. Aber ich glaube, sie wollen, du weißt schon, ihren neuen Gott verspeisen. Hab gehört, wie einer was von Gottesfleisch gemurmelt hat. Und das kann nichts Gutes bedeuten. Außerdem friere ich mir hier den Arsch ab. Scheiß auf den Planeten. Bring mich hier weg. Drück auf den Knopf. Ich glaube ja nicht, dass das was Gutes ist. Drück auf den Knopf. Warte. C98765432 Abflug. Okay. Bereit. Was denn? Countdowns sind wichtig. Jetzt haut drauf. Push the button. Oh Mann, es funktioniert nicht. Scheiße, sie werden jeden Moment zurückkommen. Mit Appetit auf Gottesfleisch. Ah, lass sie nicht an mich ran. Ich soll ein Gott sein, kein Festschmaus. Ja, ab in den Kampf. Fresst zuerst die Sehnen, die sind gut für eure Schnäbel. Ich bin neugierig, wie deine Eingeweide aussehen. Taschenrex! Noch einer. Was? Mehr. Auf der anderen Seite. Ich brauche echt einen großen Rucksack. Hoch die Flaggen. Juhu, danke. Du hast mir echt den eiskalten Arsch gerettet. Und wie zur Hölle komme ich jetzt von diesem Planeten runter? Ich schätze, wenn ich auf den Treibstofftank schieße, kriegst du einen Schubs, auch wenn es gefährlich klingt. Aber dann könnte ich explodieren, richtig? Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Tja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Tu es! Ich verschwinde hier. Hurra! Ich bin nicht explodiert. Okay, tschüsschen. Danke nochmal. Ich bin frei. Und weg ist er. Das kann er auf keinen Fall überleben. Der Herr ist ein Chat. Hot.
Wendigo. Großartig, Kammerjäger. Ich könnte mir keinen besseren Jagdpartner vorstellen. Winnie ist kein Jäger. Er ist auf einem Auge blind, weißt du. Aber ins andere hineinzublicken, setzt mein Herz in Flammen. Dennoch haben wir keine Zeit zu verlieren. Auf zur Höhle, Kammerjäger! Zum Glück haben wir es wieder. Ich höre dich, Bestie. Na, wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Nicht bewegen, ich will ein sauberes Fell. Blut, überall Blut. Das gefällt mir. Zu dieser Jagd einladen sollen? Er ist ein ziemlich guter Fährtenleser, nicht wahr? Offen gesagt, ich bewundere seinen freien Geist. Die Galaxis durchstreifen, Trophäen und Ruhm sammeln. Ein Jäger muss schließlich jagen. Du hast mir wohl etwas Beute besorgt. Schlag dich durch diese Wurzeln, Kammerjäger! Ich hab mich schon gefragt, wo ich die Hen habe. Ich hatte auch mal sowas. Setze psychologisches Bombardement ein. Deine Leistung ist suboptimal. Ich wurde dafür geboren, wortwörtlich. Unterstützt Läden in der Region. Verkauf bei Marcus. Setze psychologisches Bombardement ein. Ich bin nicht wütend, nur enttäuscht. Keine Fragen. Setze psychologisches Bombardement ein. Deine Leistung ist suboptimal. Gut, zum neuen Schrott verkauft. Da sind wir. Die Höhle des Wendigo. Ledig. Nach dem, was ich von dieser Kreatur erfahren habe, wird dies... Hä? Warum bin ich jetzt... Hä? Keine einfache Jagd. Er ist gerade nicht da. Was für ein Glück. Schnell, gib mir den Köder. Wieso zeigt's mit Schnellreißen? Gib mir Kraft, Winnie. Alles, was ich tue, tue ich für dich. Die Kreatur kommt! Es geht los! Okay. Vorsicht! Er greift an! Nicht zurückhalten! Ja, warum bist du denn einfach den fucking... Dein Tod schafft's nicht mal in mein Tagebuch! Lauf! Okay. Meine verbliebenen Organe!
schaffts nicht mal in mein Tagebuch. Lauf! Resistent. Ziel auf seinen weichen Bauch, Kammerjäger. Ich liebe den Geruch von Kanonenfeuer zu jeder Tageszeit. Dieses Ende war unvermeidlich. Lenkt sie ab! Ich verstehe nicht, warum. Ja, wo es liegen hat. Also Fleisch ist. Und Feuer nicht so. Das ist echt glücklich. Das ist echt glücklich. Jetzt lass uns zusammen jagen. Na, wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Den Fehler mache ich nicht nochmal. Der Bauchkammerjäger, das ist seine Schwachstelle. Wie aufregend! Geschafft! Wir haben es geschafft! Jawohl. Ah, schau dir die Trophäen an. Das muss das Kaif sein. Schnapp es dir für Eistar. Kaif ist also stärker aus Hoden. Verstehe. Kammerjäger, bevor wir gehen, auf ein Wort. Über das, was ich vorhin gesagt habe, über meine Verwirrung. Als ich den Wendigo erblickt hatte, spürte ich Furcht im Herzen, aber als ich an Winnie dachte, wusste ich, dass nichts so Blasses und Formloses wie Furcht mir je im Weg stehen kann. Ich wurde überhaupt erst Jäger, weil ich, solange ich denken kann, auf der Suche nach etwas war. Und jetzt, wo ich es gefunden habe, bin ich dennoch auf der Jagd danach. Ich möchte jetzt an Winnies Seite sein. Du hast die Trophäen, kehre damit zu Eistar zurück. Viel Glück, Kammerjäger. Ich wusste, dass es einen Grund gibt, warum ich dich bei mir habe. Bleib von meiner Mama weg.
kriegst du doch gleich hinkommen, oder? Eine Jagd mit Kopfgeld. Davon kann ich viel Kaufspielzeug kaufen. Starte Feuersequenz. Pew, 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 pew. Starte Feuersequenz. Peng. Setze psychologisches Bombardement ein. Werde besser. Gefahrenanalyse. Keine Gefahr erkennbar. Bleib von meiner Mama weg. Ich bin ein Raubtier und du die Beute. Schwach! Ihr alle seid schwach! Heute nicht mit deinem Blut. Lass uns reden. Geido. Ich werde schießen. Und wenn du im Weg stehst, ist das nicht mein... Diese verdorbenen Seelen haben es noch nie gewagt, mit mir zu slitzen. Der schwarze Wind weht. Ich rieche ihren fauligen Geruch. Der Kult wächst an Macht, gespeist vom Monster selbst. Aber da liegt noch was anderes in der Luft. Vielleicht ihre Angst, Gaido. Vor dir! Aber wie war die Jagd? Was ist mit dem Wendigo? Ich habe das Kalf gesammelt. Bitte nimm es. Ha! Gaido, du bist nicht nur ein Jäger. Du bist jetzt einer von uns. Wir werden das feurige Kalf des Wendigos nutzen, um das Eis zu schmelzen, das den Weg versperrt. Platziere das Kaif dort und du wirst bald unterwegs sein. Solche Macht! Das ist wahres Kaif, Gaido! Dort drüben ist der verfluchte Berg. Man sagt, der Wind trägt die Stimmen der Vergangenheit. Viele sind dorthin gegangen, aber niemand kam je zurück. Mögest du finden, was du suchst, Gaido.
Gaido. Gaido. Oh. Ich brauche etwas von dir. Wie geht es dir, Gaido? Wir sollten wieder schlitzen. Aber zuerst brauche ich etwas. Auf dem Berggipfel wächst eine Blume. Pflücke sie und komm zu mir zurück. Dann schlitzen wir. Mhm. Als ich herkam, dachte ich, ich wäre das stärkste Wesen auf dem Planeten. Aber ich habe mich geirrt. Energie umgibt uns. Sie ist im Wasser und in der Luft, in den Bäumen und dem Keif der Tiere. Sie ist sogar in den Blütenblättern der Gebirgsblumen. Schönheit verbirgt oft Stärke, nicht wahr? Niku Neshai. Eine Jagd mit Kopfgeld. Davon kann ich viel Kaufspielzeug kaufen. Eine Jagd mit Kopfgeld. Davon kann ich viel Kaufspielzeug kaufen. Wo kommt das her?
gehe heute weg, dass ich die Aufnahme kaufe. Praktischer Trick. Egal, was ich einkaufe, ich finde garantiert einen Käufer. Du hast zwei Möglichkeiten. Eine SDU kaufen oder nicht. Tu es einfach. Das ist eines der besten SDUs, die du kaufen kannst. Also kauf es schon. Mehr Taschen, mehr! Eine Jagd mit Kopfgeld. Davon kann ich viel Kaufspielzeug kaufen. Okay, okay. Du bist also an diesen ganzen eierfressenden Barbaren vorbeigekommen. Und das bemerke ich voller Freude. Aber jetzt ist es Zeit zu klettern, Baby. Negune Schei wartet auf dich. Kleiner Beitrag zum Allgemeinwissen. Hab's gerade nachgeschaut. Negul bedeutet Seelenvertilgung. Und Neschei heißt im Hass schmorende Seele. Wie unheilvoll. Faszinierend. Meningitis Blutwurz an der Bar hat gesagt, dieser Ort ist eine alte Dahlanlage. Die sind ein Hauch paranoid mit den Sicherheitsvorkehrungen. Aber bei sowas kenne ich mich voll aus. Ich habe schon Dahltechnik gehackt, als ich 6 war. Yo, Deathtrap! Noch eine Margarita! Ja! Und das Salz! Okay, ich bin das mal durchgegangen und ich bin ziemlich sicher, dass mein Plan funktioniert. Wenn wir ein Stück vom Herz des Monsters haben, nutzen wir es, um mit Deathtraps mega krassem Laserauge das Kraftfeld drumherum hochzujagen. Hast du gehört, Babe? Verbessertes Laserauge! Woo! Und bring mir auch ein Omelette. Von Margaritas kriege ich Hunger. Die Wut des Himmels! Ich habe kein Blut. Also nehme ich deins. Ah gut, das ist nur ein klein wenig gruselig. Sind die Typen festgefroren? Los, los jetzt! Ich wusste es! Mist! Das sind Ray-Geschütze der Vulture-Klasse. Die sind seit Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb. Sie hauen voll rein, aber sie saugen einen ganzen Reaktor leer. Jag sie hoch, dann wird das ganze System überladen. Siehste? Alte Technik! Tonnenweise Möglichkeiten! Kammerjäger, geh da rein und finde das Forschungsschiff. Wir brauchen ein Stück von diesem Herz. Mit dir zu spielen hat Spaß gemacht, aber jetzt finde ich es nicht mehr amüsant. Ich warne dich, deine Übergriffe auf diesem Berg werden nicht ungestraft.
Lass dich von der Jagd mitreißen. Zu schwach, um zu überleben. Deine Freunde soll gereinigt werden. Ich werde zum Schatten. Wann hast du das denn gegessen? Das ist ein Dahlschiff. Gut, ein altes. Raven-Klasse, gebaut für Deep Space-Expeditionen. Sieht man nicht mehr allzu oft. Hab mir mal ein Modell davon aus Pubs Auto gebaut. Ich hab es wieder zusammengesetzt. Irgendwann. Kein Opfer ist zu groß für den, den man liebt. Wenn ich den letzten Rest unserer Vergangenheit zerstören muss, werde ich es tun. Setze psychologisches Bombardement ein. Deine Leistung ist suboptimal. Yep, das ist gar nicht gut. Sie lässt die Schubdüsen voll brennen. Das Schiff wird bald schmelzen. Du musst ganz schnell da rein. Ich werde schießen. Und wenn du im Weg stehst, ist das nicht meine Schuld. Setze psychologisches Bombardement ein. Werde besser. Starte Feuersequenz. Bam, bam. Stell dich mir und verkehre! Ich bin dein Albtraum! Oh nein, es hat so Spaß gemacht, mit ihnen zu spielen. Oh ja. Starte Feuersequenz. Kill, 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 kill. Ich wurde dafür geboren, wortwörtlich. Sieht aus, als wäre der einzige Weg da rein direkt durch diese Betonmauer. Such eine Möglichkeit, da durchzubrechen. The gun. Da scheint ein altes Sicherheitsgeschütz zu sein. Vielleicht geht es damit. Oh, das klingt gut. Ich sagte ja schon, die brauchen jede Menge Saft. Sorg dafür, dass die Energiequelle funktioniert, wenn wir losfeuern.
Sicherung. Okay, ich krieg das hin. Mal nachdenken. Keine Sicherung, kein Problem. Wenn hier Standard-Dahl-Architektur verwendet wurde, müsste es in einem Reservesystem in der Nähe noch eine Sicherung geben. Ja, passt. Ich brauche noch eine weitere Sicherung, aber ich habe mir was einfallen lassen. Geh und bring mir einen von diesen elektrischen Käfern, die es hier gibt. Sein Herz sollte als Sicherungsersatz taugen. Improvisation ist alles, Baby! Das gefällt mir. Die Jagd will alles. Psychologisches Bombardement ein. Das aufregende Gefühl der Jagd. Das war lustig. Suchen wir uns noch einen. Wieso lädt sie keiner einfach nach? Starte Feuersequenz. Außerdem hat Wainwright mich einen Wurm genannt. Sowas von unhöflich. Im Ernst, der Typ hat mich direkt ins Gesicht einen Wurm genannt. Hab ich was falsch gemacht? Setze psychologisches Bombardement ein. Werde besser. Hey. Ah, hast du etwas für mich gefunden? Starte Feuersequenz. Eridianische Ruin? Warte. Glaubst du, das riesige Monster drüben in der Stadt ist eine Art entflohenes Kammermonster? Oh Mann, das ist die verrückteste Hochzeit aller Zeiten! Hm,
Das kann schon sein. Ich wurde dafür geboren. Wortwörtlich. Psychologisches Bombardement ein. Ich bin nicht wütend, nur enttäuscht. Gefahrenanalyse. Keine Gefahr erkennbar. Psychologisches Bombardement ein. Deine Leistung ist suboptimal. Kannst du mich sehen, Tod? Der Tod ist eine natürliche Sache, aber deiner war aufregend. Jetzt, wo sie weg sind, wirst du mich nachladen. Ich wurde dafür geboren, wortwörtlich. Wahnsinn wohnt in uns allen.
bin ein Roboter mit den implantierten Erinnerungen eines schon lange toten, dir unbekannten Captains namens Jerica Dyer. Finde dich damit ab. Ich hab's hingenommen. Schön. Hör zu. Vor langer Zeit führte Captain Dyer eine Dahl-Forschungsgruppe in diesen Berg. Schon bald darauf war die Gruppe besessen. Von Wahnsinn. Captain Dyer versiegelte das Böse, das die Gruppe infiziert hatte. Und als er spürte, dass sein Geist durch denselben Wahnsinn verdunkelt wurde, übertrug er mir all seine Erinnerungen. Wenn ich wach bin, bedeutet das, dass das Segel gebrochen wurde. Wir dürfen nicht zulassen, dass Captain Dyers tapferes Opfer umsonst war. Wir müssen die Höhle wieder versiegeln. Wir dürfen diesen Wahnsinn nicht entweichen lassen. Schnell jetzt! Dynamit! Wir brauchen Dynamit! Kannst du welches sehen? Starte Feuersequenz! Bam, bam! Ausgezeichnet! Captain Dyer war ein Held. Er hat getan, was er konnte. Doch kein Segel hält für immer. Platziere das Dynamit. Für Dyer. Jetzt schieß auf das Dynamit und versiegele den Bann. Oh! Wie ich befürchtet habe, ist der Ursprung des Wahnsinns noch vorhanden. In die Höhle, zack, zack. Wir müssen den Ursprung des Wahnsinns finden. Und vernichten. Merkwürdig, dass ich keinerlei Erinnerung an den Ursprung des Wahnsinns habe. Vielleicht hat der Captain uns ja Aufzeichnungen hinterlassen. Hä? Da ist ein Echolog. Gib es auf, zack, zack, bevor das Böse sich verbreitet. Bevor die Tentakel des Wahnsinns in deinen Geist dringen. Setze psychologisches Bombardement ein. Ich bin nicht wütend, nur enttäuscht. Dieser Ort ist außergewöhnlich. Doch die Gruppe ist in schlechter Verfassung. Der Kristall sagt, sie reden hinter meinem Rücken über mich. Ja, nichts Ungewöhnliches in der Dunkelheit. Doch ich werde sie im Auge behalten für den Fall, dass sie meutern wollen. Der Kristall weiß es am besten. Merkwürdig. Ich finde keinen Kristall im Ladungsverzeichnis des Schiffs. Vielleicht sind meine Erinnerungsloks fehlerhaft. Weiter. Sie kommen mit Blut in den Augen. Verteidige dich! Du bist offenbar umzingelt. Tod lächelt. Vergießen! Chaos! Ist da vielleicht noch ein Dialog? So grausam es klingt, aber es scheint, als müsstest du den gefrorenen Arm dieser armen Seele zerschmettern. Habe Samson und James gefunden. Sie hatten sich in einer Höhle hinter dem Nebelsee versteckt und Vorräte mitgenommen. Als ich mich näherte, richteten sie ihre Waffen auf mich. Ich weiß nicht, wer das Feuer eröffnete, aber sie sind tot. Das ist das Entscheidende. Tot. Und es ist zu weit, um ihre Leichen zum Lager zu bringen. Aber ich habe den anderen nichts erzählt. Der Kristall hat gesagt, es wäre das Beste so. Wie tragisch. Der Wahnsinn hatte sie ergriffen.
so war, Dyer. Wenn eine schwere Entscheidung zu treffen war, stand für den Captain immer die Mission an erster Stelle. Gut, dann weiter in die Dunkelheit. Meine Güte, noch mehr von diesen mutierten Hüllen. Ich schätze, die musst du auch erledigen. Ausschwärmen! Dieser Kristall trieft vor Bösem. Du hast recht. Nicht die Gruppe war wahnsinnig geworden, sondern Dyer. Wir müssen den Kristall zerstören. Verbinde mich mit der Steuerkonsole, damit ich die Minenausrüstung aktivieren kann. Es funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr Zeit. Kristall! Du wirst den Kristall nie kriegen! Nie! Es ist Captain Dyer selbst und er ist irre! Und böse! Verteidige dich! Schließt besser die Augen. Sie mögen Augen. Jämmerliches Ende für eine schwache Kreatur. Starte Feuersequenz. Bam, bam. Hä?